Ja, hallo liebe Paris-Freunde, hier ist der Tench hier, wir spielen wieder ein bisschen der Saboteur. Ja, und wie gesagt, letztes Mal habe ich ja gespeichert und habe gesagt, okay, wenn wir da wieder laden, sind wir ja wieder im Versteck, beziehungsweise im eigenen Heim. Ja, wir sind tatsächlich im Versteck beim Laden, krass. Und wir wollten ja jetzt, wir haben ja auf der Karte, die ich immer noch mit Escape und dann hier auf Karte klicken angucken muss, haben wir ja gesehen, es gibt keine Zwischenaufgaben mehr, wie man sieht, aber hier gibt es jetzt noch die Hauptaufgabe. Kontrollpunkte, okay, sind halt schon Kontrollpunkte. So, was wir machen wollten, ist aber auch nochmal schnell beim Schmuggler vorbeischauen. Mal gucken, was der so für schöne Schmugglerware hat. Jemand hat auch gesagt, wenn ich... Ja, jemand hat auch irgendwie gesagt gehabt, wenn ich, ob mir das schon aufgefallen ist, also er glaubt, dass wenn ich eine Waffe gekauft habe, ist sie immer zur Verfügung. Dass sie dann immer, ich meine, wenn ich die Kruger, die könnte ich mir jetzt theoretisch mitnehmen, ohne Geld zu zahlen. Kostet ja nichts. Oder weil ich die momentan noch habe. Ich glaube, ich habe die drei jetzt, oder? Kruger? Ne, Jagdgewehr, doppelte Schrotflinte, sind unterschiedliche, okay. Ja, tatsächlich. Hier steht auch was mit Max, aha, aha. Also könnte man die tatsächlich kaufen und, ne, das ist Munition. Munition muss man also immer nachkaufen, aber die Waffen an sich sind, glaube ich, dann trotzdem meine. Interessant. So, was habe ich denn momentan? Ich habe, glaube ich, das Jagdgewehr, dann habe ich nicht. Ich habe eigentlich mit Dings drauf. Ah, hier gibt es die anderen Waffen. Schalldämpferwaffe. Oh, eine MP44, eine Trenchgun und eine Karabiner. Mit was renne ich denn rum? Ich meine, gut, ich kann meine Waffen, glaube ich, gerade nicht rausholen. Da müsste ich draußen schauen. Il faut du lourd. Ah, hier, Karabiner. Ach, das ist das, was ich habe, genau. Karabiner mit Zielfernrohr habe ich. Ah. Aber die könnte ich mir auch irgendwie mal freischalten. Das Standardgewehr der deutschen Infanterie hat eine große Reichweite, ist im Nahkampf aber nicht zu gebrauchen. Ne, ich fand die echt ganz gut. Aber es gibt halt keine Werte. Wenn es ins Eingemachte geht, ist die Trenchgun Saboteurs beste Freundin. Schieß aber erst, wenn du das Weiß in den Augen deines Gegners siehst. Okay, Ah, sowas könnte ich echt gebrauchen. Eine schallgedämpfte Pistole. Ich glaube, die werde ich mir echt mal leisten. Kostet zwar ein bisschen was, aber ich kaufe die mir. Mit A kann ich die kaufen. wogegen eintauschen? Ja, das ist natürlich... Ja, Ja, das ist ja meine Fernkampfwaffe und das ist meine Nahkampfwaffe. Ja, stimmt eigentlich. Wüsste ich jetzt nicht, gegen was ich tauschen soll. Ich warte erstmal noch. Was ich aber gerne bräuchte, ist ein bisschen Dynamit. Das würde ich mir gerne kaufen. Und die werden mich voll ausstatten. Granaten ist eigentlich nicht so wichtig. Ja. Hier. Dieses Objekt wird freigeschaltet, wenn du den Krieg gegen den Terror Vergünstigung absolviert hast. Aha. Wie sieht's mit diesen Jagdgewehren aus? Karabiner. Ich weiß überhaupt nicht, was hier der Unterschied ist. Wenn du Vögel jagen möchtest, okay. Aber wenn du dir einen Deutschen mit dem Kamin hängen willst, brauchst du eine Waffe mit mehr Wumms. Aha. Dieses Objekt wird freigeschaltet, wenn du die Weitschütze-Vergünstigung absolviert hast. Also die Vergünstigung müssen wir uns echt mal direkt irgendwie angehen. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ja, ansonsten gibt es jetzt hier, was ist das? Paris Zone 1-Karte. Ah. Alle deutschen Ziele im jeweiligen... Ach so, das sind ja mit den, wo die Ziele sind. Okay. Was war das? Oh, hier kann ich die Waffen verbessern. Cool. Gewehrkapazität erhöhen. Pistolenkapazität. Paket mit dem Teufel. Ich fest für alle Deutschen des Viertels. Alle sind eingeladen. Hä? Ach, Flammenwerferkapazität erhöht. Granatsprengbereich, dynamische Reichweite. Verbesserte Gewehre. Ach, stimmt ja. Ich kann ja eigentlich noch Helfer und sowas holen. Das habe ich eigentlich die ganze Zeit nicht gemacht. Erhöhte Gesundheit. Verbesserte Gewehre. Backup-Angriff spawnt drei Verbündete. Wenn du den Bastard nicht entkommst, mach sie platt. Aha. Fluchtattacke spawnt ein Ladenbesitzer. Was? Fluchtattacke spawnt einen Ladenbesitzer. Okay. Ja, es gibt einige Sachen, die man eigentlich upgraden könnte. Ich bin nur gerade zu doof. Also das würde ich vielleicht mal gerne holen, dass die ein bisschen besser sind und das hole ich mir noch. Dann sind die schon mal besser. Aber da müsste ich echt nochmal schauen, wie man die nochmal holt. Irgendwas mit FF, irgendwas Tasten war das. Ich schaue mal eben nach. Ich gehe nochmal kurz raus. Dann testen wir das einfach nochmal. Weil es jetzt schon eine Weile her, als ich das letzte Mal gemacht habe. Also, man drückt, glaube ich, F2. Dann hat man hier irgendwie was.
So, kann man jetzt irgendwie auswählen? Nee. Habe ich die jetzt geholt, die Leute? Die jetzt schon angefordert oder was? Nein, ich glaube nicht. So, F2 also nicht, F3? Ah, F3, da kommt jetzt irgendwas. Das sind dann, glaube ich, meine Leute, die ich holen möchte. Kann das sein? Okay, wir schauen nach. Also F3 muss ich öfters mal verwenden dann. Ich glaube, da kommen sie ja schon angefahren. Genau, da sind sie. Und die sind jetzt auch verbessert. Schön, on couvre tes arrières. On y va, on y va. Okay, zwei Leute habe ich jetzt bekommen. Ja, und die sind jetzt auch verstärkt. So. F4 geht dann wahrscheinlich nicht. Da kann ich mir, glaube ich, ein Auto holen lassen mit F4. Also bringen lassen. F5. Oh, das ist Speichern. Oh, jetzt hätte ich fast, wenn ich jetzt F6 gedrückt hätte, würde ich bestimmt laden. Gut, Leute, kommt mit. Wir holen uns einen Auftrag. D-d-d-d. Und dann sprengen wir irgendwann noch ein bisschen was von den Deutschen weg. So. Gut, dann holen wir uns jetzt mal. Gucken wir mal, wie die Hauptstory jetzt weitergeht. Also ich gehe davon aus, dass es die Hauptstory ist. So. Nicht schlecht, wie du Lück wieder aufgepäppelt hast. Er Oh, schuldet ja, dir was. Puste wackeln schon wieder. Die Menschen dieser Stadt schulden Lück was. Du schwärmst ja richtig von ihm. Er ist ein außergewöhnlicher Mann. Alle Bewohner von Paris flüstern seinen Namen. Sie nennen ihn den Helden von La Villette. Also ist Lück der Held. Ich bin nur sein Chauffeur, was? Eifersüchtig? Mist. Ich habe Lück versprochen, ein Paket für ihn abzuliefern. Ich dachte mir, vielleicht willst du mich ja hinkutschieren. Oh, ich soll dich fahren? Mit Vergnügen. Gut. Wir treffen uns draußen, sobald du abfahrbereit bist. Okay, das bin ich. Komm, komm raus, Lady, komm raus. Ich hol mir ein schönes Auto. So. Also, wo ist dieses Paket? Ich muss es erst holen. Dann brauchen wir ein Auto. Komm, wir holen uns ein Auto. Niau, niau, niau. Es ist ein wichtiges Paket. Müssen wir mal schauen, was wir uns für ein Auto holen. Umso wichtiger, umso krasser muss das Auto sein. Also, ja, Ja, was haben wir denn Schönes? Also, das wäre doch ganz nicht, wäre doch nicht schlecht. Ein gepanzerter Sturmwagen. Oder der ja, der Bauer-Tanklaster, der. Eine gigantische Bombe auf Rädern ist ziemlich vielseitig, wenn es um riesige Feuerbälle geht. Allerdings solltest du diesen Todesfalle nicht als Fluchtfahrzeug verwenden. Oh. Bewaffnete dürfen keine Sammlung fehlen. Ich nehme einfach den hier. Ein Paket, es ist ein wichtiges Paket wahrscheinlich. Muss natürlich auch beschützt werden. Ganz klar. Steig ein, Baby. Danke fürs Mitnehmen. Auch von Lüg übrigens. Wer ist dieser Lüg eigentlich? Ist der Typ irgendeine Berühmtheit? Vor dem Krieg war Lüg einer der bekanntesten Schriftsteller Oh, Frankreichs. ein Schriftsteller. Seine Familie war stinkreich. Witzig. Mir kam er gar nicht wie ein Snob vor. Die Deutschen haben seine Werke für subversiv erklärt. Sie haben seinen Besitz konfisziert und seine Bücher verbrannt. Lüg stand plötzlich vor dem Nichts. Und darum hasst er sie? Lüg wird nicht von Hass getrieben. Er kämpft aus Liebe zu seinem Land. Ja, ich kämpfe auch um die, ja, um die Liebe und so für mein Land. Deutschland. Oh, verdammt. So. Komm, die Kurve. Ja, mach Platz. Mach Platz, Baby. So. Dann. Ach, hol das Paket. Das muss ich jetzt doch selbst abholen. Jetzt lädt das anscheinend wieder. Wird nicht lange dauern. Na gut. Hey, Baby, ich bin hinter dir. Es gibt. Oh. Die hat irgendwas gequatscht. Scheiße. Ja, das war's schon. Hä, was? Ich habe doch gar nichts gedrückt. War immer alles weg gewesen. Naja. Dann steigen wir mal in unser Sicherheitsauto. So, komm. Wir schaffen das. Wohin damit? Alles klar. Oui, merci. Jetzt müssen wir das Paket nur noch abliefern. Ah, kein Problem. Kein Problem, du kennst mich doch. Ich bin mal ein professioneller Rennfahrer gewesen. Da warst du doch dabei erst. Ja. Oh ja, krass. Sehr schön, sehr schön. Suple! Warum hast du so lange gewartet, bis du uns gerufen hast? Ich Ja. bin ja froh, dass du es getan hast. Ist, naja, ewig her, seit wir so viel Spaß miteinander hatten. Ich war nicht viel unterwegs seit der Sache mit Jules. Ah, das verstehe ich natürlich. Es scheint dich aber nicht sonderlich gebremst zu haben. Die Mädchen im Bell sagen, dass du sie alle unter das Bett säufst. Ich schätze, du meinst unter den Tisch.
Tue ich das? Jedenfalls bin ich froh, dass du rechtzeitig nüchtern geworden bist, um mir bei einem kleinen Botengang zu helfen. Ja. Du wirst es auch nicht bereuen, versprochen. Man tut, was man kann, ne, Baby? Man tut, was man kann. Na? Fangt an zu quatschen. Los, fangt an zu quatschen. Los, fangt an zu quatschen. Wir sind da. Lass mich hier raus. Bist du sicher? Hier wimmelt es von Deutschen. Das dauert nur einen Moment. Das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe. Tu es nicht. Das ist Guten eine Tag, Bombe. Fräulein. Was haben Sie da? Nur etwas Käse und Wein für Oberst Straub. Straub ist ein Glückspilz, was? Gehen Sie rein. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das ist bestimmt eine Bombe. Kann eine Bombe sein. Ich hätte nicht diese Bottes mit diesem Camouflage. Et vous, le couvre-feu, une plaie pour la vie nocturne. Hm, etwas Obst, etwas Wein abgeliefert. Komm, Baby, komm. Wir hauen jetzt ab. Schnell weg! Los, los! Ja, ich fahr ja schon! Was ist denn los? Wow! Explosion! Oh, heilige Scheiße! Heilige Kacker! Sie kommen! Warum hast du mir nicht gesagt, dass du eine verdammte Bombe legen willst? Hast du den Verstand verloren? Echt mal? Ich wusste, du würdest mich aufhalten. Da hast du verdammt recht. Das ist nicht dein Kampf. Falsch. Seit sie meinen Bruder umgebracht haben, ist es mein Kampf. Außerdem, ich habe mich freiwillig gemeldet. Und mich gleich dazu, wie es aussieht. Außerdem ist es Pariserin. Ich meine, es ist mehr ihr Kampf als mein Kampf. Ich bin bloß ein dreckiger Ire. Aber hey, gegen Nazis und so, da können wir alle kämpfen. Egal, welcher Nationalität man angehört. Auch Deutsche sind herzlich willkommen, gegen die Nazis zu kämpfen. Njong, 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 njong. Jetzt auch ein bisschen schneller. Alter, da labert mich voll und dann habe ich das verpasst. Das ist alles seine Schuld. Vom Spielcharakter, nicht vom Spieler. Ja, es war ja eine total einfache Mission. Einfach nur ein bisschen rumfahren, ein bisschen was abgeben, ein bisschen was explodieren lassen. Chillig, chillig. So. Easy. So, Luke, jetzt geht's dir an den Kragen, du Arschloch. Komm her, du, ey, wenn ich dich erwische. Los, 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 los. Hat die gerade meinen Namen geschrien? Was ist los, Baby? Was ist los? Willst du irgendwas? Hm. Die will nichts von mir. Gut. Dann rede ich mal mit Luke, den Kleinen hier. Einfach hier eine Bombe unterzujubeln. Ach, sehr ruhig. Hier, komm her, Luke. Was zum Teufel ist los mit Ihnen? Lassen Sie jetzt schon Mädchen ihre Drecksarbeit erledigen. Ich zwinge niemanden. Wer unserer Sache dient, tut das aus reinem Patriotismus. Ich kann's nicht mehr hören, dass sich Männer mit Blut an den Händen als Patrioten bezeichnen. Das hier ist kein Cricketspiel. Wir tragen keine Uniformen und wir halten uns an keine Regeln. Jeder von uns muss bereit sein, das zu tun, was nötig ist. Ich habe schon Ihren Bruder verloren. Ich will verdammt sein, wenn ich Veronique auch verliere. Sie wird bei der Sache nicht mitmachen. Du hast mal gesagt, Jules hätte seinen eigenen Kopf. Tja, den habe ich auch. Denk nicht, du könntest mir Vorschriften machen. Wie für euch beide. Zählen Sie Ihre Feinde, Luke. Falls ihr etwas zustößt, haben Sie einen zu viel. Okay. Du Arschloch. Es ist mein Mädchen. Lass die in Ruhe. So, und jetzt gucken wir uns auf die Karte ein bisschen um, was es so Schönes Neues gibt. So, mal rauszoomen. So, wir haben tatsächlich hier kein Dings. Was sind das hier eigentlich? Hauptquartier? Okay, das ist ein Hauptquartierzeichen. Aber ist halt die Frage, was wir jetzt noch machen. Also, wir könnten jetzt hier, glaube ich, sogar noch eine Mission annehmen, weil SK wird da irgendwie angezeigt, aber nicht auf der Karte. Ich weiß echt nicht, warum das nicht auf der Karte angezeigt wird. Ich schaue doch nochmal nach. Vielleicht hat sich jetzt erst aktualisiert. SK. Ne. Hier ist gar nichts auf der Karte. Gut, dann werde ich sagen, wird man ja noch ein bisschen was kaputt sprengen. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Vielleicht die zwei hier, die wir letztens, glaube ich, schon angepeilt hatten, dass wir das in die Luft sprengen. Ein bisschen mehr Schmugglergut ja, bekommen und so weiter und ja. Autos wären natürlich auch nicht schlecht, wenn ich mal ein paar Autos hätte, aber ja, die Autos, ich habe glaube ich irgendwie alle schon aus der Gegend irgendwie, das sieht zumindest so aus.
So, ich bräuchte natürlich noch schnell ein Auto, um da hinzukommen. Ah, ich hole mir einfach das. Habe ich das schon? Habe ich das schon gesammelt? Ja, habe ich schon gesammelt. Warum Oh, ich bin im Geschütz eingestellt. Oh! Ah, vielleicht muss ich das da in die Luft jagen. Vielleicht ist das das Ding, was ich in die Luft jagen muss. Da schaue ich mal schnell nach. Das hier könnte der Turm sein, den ich zerstören muss. Hey, wo ist mein Dynamit? Ich will mein Dynamit. Da. Vielleicht ist das das Ding. So, anzünden noch. Und jetzt würde ich sagen, lauf! Uah! Ja. Oh, eine Nachricht. Psst. Okay, ab mit dir. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du in Paris bist. Stell dir meine Freude vor, als ich erfuhr, dass ich ein paar Tage geschäftlich in der Nähe sein würde. Ich habe eine hübsche Wohnung gemietet, aber das Bett ist schrecklich groß und leer. Schau doch mal auf den Drink vorbei. Skylar. Oh, die Skylar. Na, das ist ja eine Überraschung. Da freuen wir uns doch, da freuen wir uns doch. Das ist gut, das ist gut. Das werden wir uns für die nächste Folge aufheben. Hier gibt es doch nichts zum in die Luft jagen. Das spüre ich morgen auch noch. Ach, sei ruhig. Gibt es halt doch nichts in die Luft zu jagen, aber das kriegen wir schon hin. Wir werden jetzt auf jeden Fall aus in die Luft jagen und dann treffen wir uns in der nächsten Folge bei Skylar. Das wird toll. Aber erstmal möchte ich hier gucken, dass ich hier diese Dinge in die Luft jage, wo ich ja letztens auch schon oben war. Wo ich ja nichts sprengen konnte. Hier komme ich gut hoch. So. Das schaffen wir. Ja, und auch Skylar, ich freue mich schon. Meine Gutste. Ach, Sächsisch ist schon lustig. So. Schauen wir mal. Der Typ, der Heini, der guckt schon wieder so komisch. Er guckt in die andere Richtung. Ja. Was machst denn du? Sollst da rüberspringen? So, mein Freund, da wirst du jetzt einfach da oben in die Luft gejagt. Es tut mir ja schon fast leid. Aber naja, so ist das Leben. Wenn man für die Deutschen arbeitet, ist das nicht immer besonders gesundheitsfördernd. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und da ist er weg. Hat er verdient. Was ist das denn da für Zeug? Die Arschlöcher scheinen hellwach zu sein. Oh oh. Ich muss hier weg. Vorsichtig aus dem Gebiet raus erstmal. Wenn die mich erwischen, dann wissen sie, dass ich das war. So, dann haben wir ja noch ein Ziel gehabt. Ich muss nur aufpassen, weil die ja jetzt doch ein bisschen alarmiert sind. Aber das wird sich hoffentlich wieder geben. Einmal da hoch, bitte. Und jetzt muss ich das andere Ziel noch finden. Ist das der große da drüben? Ich glaube nicht, dass das der ist. Der andere ist nämlich da irgendwie. Aber der große wäre auch nicht schlecht. Aber ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich bin wie ein kleiner, dreckiger Dieb. Ich bin flink wie eine Katze. Mal da drüben soll der irgendwo sein. Ach, das ist da unten irgendwo. Okay, ich sprenge später in die Luft. Ich nehme erstmal den Turm da. Wow! Oh, das Tabi. Das Tabi. Nein! Oh. Ich bin ja verrückt. Komm, hier ist kein Deutscher. Alter, das ist ein geiler Turm. Boah, wenn ich den in die Luft jage. Ey, was glaubst du, was da abgeht? Das ist ja Hammer. Den will ich in die Luft jagen. Das müssen wir jetzt noch machen in der Episode. Kann ich mich da festhalten da drüben? An dem Turm. Und dann runterhangeln. Na? Sollst hoch, sollst du. Das geht anscheinend nicht. Oh, oh. Oh, Gott. Alter Falter. Ist das da? Ist der Alarmknopf? Okay, ist egal. Ich mache jetzt schnell meine Bombe hier dran. Geil, weg hier. Schnell. Das wird ein schöner, lauter Bumski. So, wo ist der Turm? Ich will den sehen, wie er umkippt. Das hast du verdient. Drecks-Nazi-Turm. So, schön. Haben wir ein bisschen aufgeräumt. Dann... Na, die Folge ist eigentlich schon gleich vorbei. Von hier komme ich da schlecht rüber, aber da komme ich bestimmt. Oh, Stacheldraht! Das tut weh. Scheiße. Jetzt muss ich mich hier durchhangeln.
irgendwie darüber, da wo kein Stacheldraht ist, und irgendwie gucken, ob ich hier irgendwie hochkomme. Ich glaube eher weniger. Sieht nicht gut aus. Ach Scheiße, ist überall Stacheldraht. Komme ich nicht lang. So, lassen wir uns mal fallen. Irgendwas ist doch hier um die Ecke. Komme ich hier hoch? Na, ich bin mir da nicht so sicher, ob das hier so klappt. Aber wenn ich vielleicht nach rechts springe. Komm, spring! Ah! Toll, der hat es gerade geschafft, mich da dran zu hängen. Ah, schön, schön, schön. So, das möchte ich auch gerne noch in Luft jagen. Auch wenn da die Folge ein bisschen länger ist. Okay, die wollen irgendwie doch, dass ich da. Wo konnte ich mich eigentlich ducken? So. Naja, ducken kann man das nicht direkt nennen. Aber was soll ich denn hier kaputt machen? Ach, ich muss den Typen abknallen. Da habe ich aber richtig Bock drauf. Ich bin ein Scharfschütze. Selbst wenn es krank macht, was soll's? Nein. Komm, lass los. Die dürfen mich nicht sehen. Uah. Komm. Tja. Und so, meine lieben Freunde, haben wir es geschafft, hier ein bisschen was frei zu bekommen. Ich drücke F5, dann speichert er nämlich. Und dann, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part bei, Skylar. Mm. Freut euch drauf. Bis dann, tschüssi.